Matthias Strolz, Clubobmann der Neos, ist schon am Wort. In den Galerien, an den Bildschirmen. Es ist ein wichtiger Meilenstein, den wir heute passieren. Mit diesem Verlangen auf die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses nach den neuen Spielregeln, die wir uns gegeben haben gemeinsam. Es wurde über 20 Jahre gerungen da herinnen nach diesen neuen Spielregeln. Wir haben es über die Kante gebracht, noch vor Weihnachten. Und wir setzen jetzt den nächsten Schritt, passieren den nächsten Meilenstein, setzen entlang dieses Minderheitsrechts den ersten Untersuchungsausschuss ein mit heute. Es sind 52 Fragen. Ich habe es gerade auch getwittert, auf Facebook online gestellt, wer sich es anschauen will. Ich glaube deswegen auch ein Meilenstein, weil hier drei Oppositionsparteien in sehr ernsthafter, verantwortungsvoller Arbeit sich die Untersuchungsgegenstände in den Fokus geholt haben. Was wollen wir untersuchen? Was ist realistisch? Was hilft auch der Republik? Was hilft den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern weiter? Und wenn die Gabi Damandl, Kollegin Damandl von der ÖVP, jetzt, glaube ich, nicht da, vorher reklamiert hat, sie ist ein bisschen traurig, dass zum Beispiel die Haftungen der Landesregierung Kärnten oder des Landtages nicht drin sind. So muss ich mich ein bisschen wundern, weil entweder ist das Absicht oder ist es Unwissenheit. Das sind natürlich Themen, die sie reklamiert hat, die nicht in der Vollziehung des Bundes liegen. Deswegen können sie auch nicht in diesem Verlangen für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses drinnen sein. Sie wären die Ersten, die uns das außerhauen würden und damit natürlich dieses Instrument desavouieren würden, wenn wir diese Fehler machen. Nein, die machen wir nicht, sondern wir machen das ordentlich mit ordentlicher Vorbereitung und Verantwortung. Allerdings, Herr Bundeskanzler, wenn Sie sagen, in der Ausführung zum Thema Bankenaufsicht, Sie konnten nicht anders handeln zum Thema Insolvenz, weil irgendwie haben Ihnen das Expertinnen und Experten empfohlen, dann hätten Sie schon hinterfragen müssen, welche Experten und Expertinnen sind es. Und dann komme ich zu dem Punkt, wo der Werner Kogler heute schon war, völlig zu Recht, nämlich das ist eben die neue Qualität dieses Untersuchungsausschusses, dass er nicht mehr abgedreht werden kann. Weil eines ist auch klar, hätte man den Untersuchungsausschuss, Bankenuntersuchungsausschuss 2006, 2007 nicht abgedreht, dann hätten wir uns Milliarden erspart, bin ich mir sicher, und dann hätten wir natürlich auch heute einen anderen Blick auf unsere Kontrollorgane. Herr Bundeskanzler, Sie hätten nämlich beim Thema Verstaatlichung ohne Not und beim Thema Insolvenz bereits einen anderen Blick gehabt, weil Sie hätten dann natürlich die Machenschaften der Bankenaufsicht, insbesondere der Notenbank, massiv in Zweifel ziehen müssen. Es wäre völlig klar gewesen, dass beispielsweise das Urteil für das Partizipationskapital Dezember 2008, non-distressed, not distressed, ein Gefälligkeitsgutachten war, und das hätte man 2006, 2007 seine Arbeit gemacht, kritisch, im Parlament. Und hätten Sie das nicht abgedreht, dann wäre es damals nicht 2008 zu diesem Gefälligkeitsgutachten der Nationalbank gekommen. Das ist völlig klar. Bereits 2006 waren Verdachtsmomente am Tisch, dass die Kontrollmechanismen der Nationalbank und Finanzmarktaufsicht unzureichend sind. Bereits damals explizite Hinweise auf fragwürdige Überweisungen an eine Schiffswerft in Kroatien. Bereits damals fragwürdige Hinweise auf fragwürdige Praktiken zypriotischer Firmen im Kontext der Hyperalpe Adria. Bereits damals Ermittlungen der Interpol gegen die Hyperalpe Adria. Und bereits damals manipulierte Aktenvermerkte im Rahmen des Untersuchungsausschusses, die diskutiert wurden. Und dann haben sie es abgedreht, als es heiß wurde. Und diese Dinge konnten nie entverhandelt werden, konnten nie definitiv gestellt werden. Es konnten quasi die Verantwortlichen nicht überführt werden. Und das, geschätzte Bürgerinnen und Bürger, ist die neue Qualität. Wenn wir jetzt eine Smoking Gun finden oder wenn wir jetzt einen Verdachtsmoment finden, wo es eng wird, dann kann nicht mehr abgedreht werden. Und dafür gibt es einen Applaus, glaube ich. Hat der Herr Bundeskanzler hoffentlich mit applaudiert. Ich habe keinen Rückspiegel. Müssen wir einbauen beim Parlamentsumbau. Nicht nur 2006, für mich ist es frappant. Die, die es wissen wollten, konnten es schon früher wissen. Ich erinnere mich an eine Studienreise nach Brüssel im Jahr 2000, 2001 auf Einladung des Institutes für
Donauraum und Mitteleuropa. Und ich bin da gesessen neben einem Insider vom Balkan und der hat damals schon gesagt, 2001, die Hyperalpiadre ist verstrickt in kriminelle Machenschaften. Nicht nur im Rahmen, nein, im Rahmen des Instituts für Donauraum und Mitteleuropa, wenn Sie zuhören. Schieder, Herr Kollege Schieder, nein, zuhören und dann nicht den König der sinnbefreiten Zwischenrufe machen heute. Das hilft nicht weiter. Zuhören und dann kann man Fragen stellen. Ich denke, man hätte es damals schon wissen können, Sie wollten es nicht wissen, weil natürlich die Machenschaften und die Verkettungen und die Verbündelungen einfach zu eng waren. Sie haben gewusst, wir haben hier ein schlechtes Gewissen, besser keine Aufklärung, als dass wir kommen in die Ziehung. Was wollen wir abschließend und was können wir hebeln mit diesem neuen Untersuchungsausschuss? Erstens, wir wollen natürlich die politische Verantwortung klären. Das konnte die Kriegskommission nicht, war auch nicht ihr Fokus. Zweitens, wir wollen endlich Verbesserungen natürlich ableiten. Wie können wir es besser machen? In der Aufsicht, aber auch in der Zusammenführung natürlich der verschiedenen Organe der Republik. Und drittens, wir wollen den Weg des Geldes nachgehen. Wir müssen danach trachten, dass jeder Schilling, den wir noch zurückholen können, wenn es Schillingphase war und wenn es Euro-Phase war, jeder Euro, der in der Euro-Phase verloren ging, was können wir hier noch zurückholen? Das sind wir den Staatsbürgern schuldig, die hier über Jahre und Jahrzehnte diese Rechnung zu begleichen haben. Insofern ein großer Tag, ein wichtiger Meilenstein für uns und ich glaube auch eine Art von Befreiungsschlag für den österreichischen Parlamentarismus. Nun, da das Einsetzen von U-Ausschüssen ein Minderheitenrecht sei, könnten diese künftig nicht mehr mit Regierungsmehrheit abgedreht werden, hebt Matthias Strolz, der Klubobmann der NEOS, hervor.